Schlechtwetterprognose ist ein, meiner Meinung nach, auch hochspirituelles Buch, weil es ist im Zeitalter des Egos und wo die Masken fallen müssen, auch fallen müssen, perfekt, um zu lesen. Also derjenige, der das liest, spirituell erwacht ist, der wird auch dann erfahren, dass es mehrere Masken gibt, die das Ego hat, also und dass die fallen dürfen und was denn passiert. Das ist ein Teil des Heilungsprozesses. Aber um eine zu beschreiben, lese ich euch jetzt hier eine vor und das werden auch andere erkennen, wenn sie sagen, okay, ich habe auch eine Maske, aber es geht nicht mehr. Also irgendwann zwingt dich das Leben tatsächlich, sie fallen zu lassen. Und du musst dich mit dem auseinandersetzen, was ist. Den Schein also wahrend halte ich meine mich plagenden Gedanken bedeckt, hinter einer Maske Selbstkontrolle und so für jedermann bekömmlich versteckt. Unerträglich schon mein Selbstbild, eine Fassade in Form der reinsten Heuchelei. Mein Desinteresse wächst stetig, doch ist mir selbst das schon bald einerlei. Und wehe, wenn mir doch ein Wort aus meinem Mund entflohen, weil Leidensdruck und dunkle Gedanken mich zu verschlingen drohen. Dann mahnt mich recht trocken eine Stimme: Was jammerst du denn so unberechtigt rum? Hast es warm, ein Dach überm Kopf, ein Job und bist zudem nicht dumm. Na wunderbar, jetzt quält mich auch noch das schlechte Gewissen. Lieg ich doch wahrhaftig und im Gegensatz zu anderen auf Seidenkissen. Mir auch unverständlich, warum meine Sonne verblasst und die Welt zunehmend ergraut. Auch mein Gesicht schon deutlich gezeichnet, welches mir hart und hager aus dem Spiegel entgegenschaut. Also die zweite Variante ist ja, dass man übermäßig anfängt zu essen und dann nachher dann ziemlich rund wird. Aber was habe ich damit ausdrücken wollen? Was habe ich damit gesagt? Ja, wir sind eine ignorante, unempathische, unsensible Gesellschaft geworden, dass es Menschen, die Leid in sich spüren, empfinden, nicht einmal mehr ausdrücken, zeigen dürfen, weil sie nicht mehr angenommen werden. Da ist also die Schuld, wenn man von Schuld überhaupt reden will, die Ursache ist vielleicht besser, nicht im Inneren, sondern eben auch im Äußeren zu suchen. Weil ganz ehrlich, ich hab Leute gesehen, da hast du es gesehen. Und die sind kurz vorm Abgrund gestanden und die wurden übersehen und die sind dann runtergefallen. So viel Erschütterndes, was ich ja sehen müssen habe, dass ich das gut nachvollziehen kann, dass denn jemand, der schon in so einem Kreislauf steckt, dann hergeht, sich eine Maske aufsetzt und versucht zu funktionieren. Aber so geht der Prozess nicht. Es muss sich ja was ändern. Also gut, ja, so Sätze natürlich für Depressionskranke. Was hast du für Probleme? Du hast doch alles. Das ist kontraproduktiv. Es ist tatsächlich so, man kann natürlich noch weiter runterschauen. Da gibt es vielleicht Frauen, die haben keine Bildung, die werden nicht gefördert. Bei uns sind wir schon beleidigt, wenn wir keinen Blumenstrauß kriegen, einmal im Monat oder keine Ahnung. Ihr wisst schon, was ich meine. Natürlich können wir da weiter runterschauen. Es gibt auch Leute, die haben nichts zu essen. Tatsächlich. Die sieht es ja vielleicht mitunter gar nicht mehr. Es gibt Leute, die haben nicht einmal ein Bett für ihr Kind. Ich habe das gesehen. Ich habe das gesehen. Ich bin als Maler in manchen Wohnungen drin, gemeinnützige Wohnungen. Gemeinnützige Wohnungen, wisst ihr, die, wo wirklich Hilfe brauchen. Und da war ich drin und da waren vier Kinder, ein Stuhl.
am Tisch, immerhin ein Tisch, aber ein Stuhl, vier Kinder und eine alleinerziehende Frau. Oder eine kleine Kindermatratze reingelegt in einen Bettenverschlag, vier, wirklich vier Latten aneinander verschraubt, genagelt, lose, kein Lattenrost, keine Matratze, so kleine Kindermatratze. Kein Kasten, keine Kleider, ein paar am Boden. Glaubt's mir, würde nicht einmal für eine Woche reichen. Ich habe Dinge sehen müssen, die waren so schrecklich. Natürlich geht man denn her und schließt die Türe zu und lässt niemanden mehr reinschauen in sein Leid, das sich nicht nur innen abspielt, sondern auch außen. Feng Shui würde sagen, im Außen spiegelt das Außen, spiegelt dein Inneres spiegelt das Außen. Und es ist in der Quantenphysik bereits erwiesen, dass es sich bedingt. Weiter im Text, okay, ich erzähle euch weiter. Und wie gesagt, es ist nicht leichte Kost. Aber wie gesagt, manchmal schreibt man für etwas, was richtig ist und wichtig ist und nicht nur zum Vergnügen des einen oder anderen.